Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video zeige ich euch die besten Settings in Fortnite für Anfänger. Haut auf jeden Fall gerne den Like und Abo-Button rein. Und ganz wichtig, Creator Code Forfeit im Fortnite-Shop eintragen. Würde mich sehr freuen. Also wie gesagt, zeige ich euch heute die besten Settings, egal ob Controller oder Maus und Tastatur. Wir fangen mit Maus und Tastatur an und gehen danach zu Controller über, die für euch als Anfänger geeignet sind. Die besten Settings, um euch wirklich verbessern zu können als Anfänger. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem eigentlichen Video. Dann gehen wir auf jeden Fall zu den Settings. Noch eine Sache vorweg, es gibt natürlich nicht die perfekten Settings, die für jeden geeignet sind, denn jeder hat natürlich eine andere Anatomie, einen anderen Körperbau mit seiner Hand. Deshalb solltet ihr natürlich nicht die Settings 1:1 kopieren, aber ihr könnt natürlich meine Settings ausprobieren und dann Sachen für euch ändern, die euch am besten passen, sozusagen meine Settings als Vorlage benutzen. Aber fangen wir an mit den Spielsettings. Ganz wichtig, ihr solltet Turbobau anhaben und Bearbeiten beim Loslassen bestätigen auch anhaben. Das werden die meisten auf jeden Fall anhaben, schon von Anfang an, aber es gibt immer mal noch Leute, die nichts davon mitbekommen und es dann einfach aushaben. Aber ganz wichtig, das sollte an sein. Dann gehen wir auf jeden Fall zu den Empfindlichkeiten. Ihr solltet auf jeden Fall bei der Maus am besten bei euch 800 dpi einstellen und dann könnt ihr auf jeden Fall die Empfindlichkeit auf 14,7 oder 14,1 stellen oder ein bisschen niedriger. Falls ihr viel Platz mit eurer Maus habt, könnt ihr die ruhig ein bisschen niedriger machen. Falls ihr zum Beispiel nicht so großes Mauspad habt, dann könnt ihr es ein bisschen größer machen. Controller-Eingabe ignorieren habe ich aus, weil ich habe gerade meinen Controller nicht angeschlossen. Das heißt, er kann nicht irgendwie von alleine angehen und dann irgendwie mich im Spiel behindern. Deshalb so habe ich es auf jeden Fall auf ausgestellt. Aber falls ihr einen Controller angeschlossen habt, der manchmal angeht und dann irgendwelche Bewegungen im Spiel macht, die ihr gar nicht wollt, dann könnt ihr das Ganze auf an machen. Dann gehen wir auf jeden Fall weiter zu den Keybinds. Also wie ich bin jetzt bei den Keyboard-Settings, aber wir gehen gleich auf jeden Fall, wie gesagt, zu den Controller-Settings. Bei den Keybinds natürlich alles WASD, Springen, Leertaste und Sprinten habe ich Feststelltaste, weil mit der Feststelltaste komme ich am besten mit dem kleinen Finger hin. Deshalb habe ich einfach Feststelltaste als Sprinten eingestellt und automatisch Rennen habe ich keine Tastenbelegung dafür, weil das automatisch Rennen bei mir schon automatisch an ist. Dann habe ich Ducken und Rücken linke Steuerung und Joggen erzwingen an aus habe ich Komma, aber sowieso werden die meisten haben das automatisch Rennen ist, das heißt, dass man dieses Joggen erzwingen eigentlich gar nicht braucht. Bei den Kampfeinstellungen natürlich Feuer, linke Maustaste anvisieren, rechte Maustaste solltet ihr natürlich haben, genau wie Nachladen mit R. Ich habe Aufheben bzw. Benutzen mit Tab und Erntewerkzeug auf F und dann die Waffenslots 1 bis 5 dann halt mit den Zahlen 1 bis 5 belegt. Beim Bauen habe ich die linke Steuerung gedrückt halten zum Rutschen und die Wand habe ich mit Maus-Daumentaste 2, das ist die hintere Maus-Daumentaste. Und Boden habe ich Q, Treppen habe ich Maus-Daumentaste 1, das ist die vordere Maus-Daumentaste. Das Dach habe ich auf E, Falle auf T. Gebäude platzieren mit der linken Maus, mit der linken Maustaste, reparieren, aufrüsten C, Gebäude drehen R und Baumaterial ändern rechte Maustaste. Jetzt bei Gebäude bearbeiten müsst ihr wirklich sehr gut aufpassen. Und zwar sagen viele Leute, macht Gebäude bearbeiten nicht auf G. Das stimmt auch teilweise, aber nur wenn ihr eine relativ kleine Hand habt. Habt ihr eine große Hand, eine ausgewachsene Hand, eines wie bei einem Erwachsenen, dann könnt ihr ruhig G machen, weil ich komme mit G sehr zurecht und es ist von Person zu Person unterschiedlich, wie gut man mit G zurechtkommt. Kommt ihr mit G gut zurecht, dann könnt ihr G ruhig lassen. Ich habe eine relativ große Hand und komme mit G gut zurecht, deshalb habe ich G gelassen. Habt ihr eine kleinere Hand, solltet ihr euch was anderes überlegen, wie zum Beispiel F oder so. Bearbeiten, ducken habe ich linke Steuerung, Gebäudeänderung festlegen, linke Maustaste und Bauänderung zurück, rechte Maustaste bzw. Mausrad runter. Die ganzen Kommunikation und Emote-Sachen sind eigentlich nicht wichtig, das könnt ihr eigentlich selber euch irgendwas aussuchen. Das ist jetzt nicht so wichtig.
Bei den Controller-Steuerungen kommen wir jetzt zu den Controller-Settings. Ich habe automatisch Laufen mit Controller aus und sofort bauen Baumeister Pro natürlich. Haltezeit für Bearbeitung und Haltezeit fürs Rutschen habe ich auf niedrigste und Kamera-Rücksetzachsen auf Nick-Achse. Kamera-Rücksetzzeit habe ich auf 0,1 Sekunden und Vibration aus, weil Vibration, früher hat man das gemacht, zu Chapter 1 Zeiten haben viele noch Vibration angehabt, genauso wie ich, aber mittlerweile stört es einfach nur. Und auch für kann es dann vor allem für Anfänger sehr irritierend sein, wenn man die Vibration anhat. Bei der Umsehempfindlichkeit, bei den Empfindlichkeitseinstellungen habe ich fortgeschrittene Optionen verwenden angemacht. So habe ich Multiplikator für Empfindlichkeit Baumodus 1,8 und Multiplikator für Empfindlichkeit Bearbeitungsmodus 1,7. Bei der horizontalen Umsehgeschwindigkeit habe ich 48, genauso wie bei der vertikalen Umsehgeschwindigkeit, also 48%. Und den Rest hier habe ich alles auf 0% bzw. aus. Bei der Zielempfindlichkeit habe ich die Umsehgeschwindigkeit auf 18%, weil beim Zielvisier es von Vorteil ist, wenn man das relativ langsam hat, um ziemlich genau aimen, um so gut wie möglich aimen zu können. Und den Rest habe ich hier auch auf 0% bzw. 0,0 Sekunden. Bei der Empfindlichkeit habe ich den Widerstand beim Umsehen auf 0,1 Sekunden. Je nachdem, wie gut aber euer Controller ist, falls ihr einen starken Controller Drift habt, dann solltet ihr das auf 0,1 Sekunden lassen. Habt ihr keinen Controller Drift, könnt ihr die 0,1 Sekunden verkürzen auf zum Beispiel 0,05 oder gar 0,03. Das Eingabeverfahren beim Umsehen habe ich linear. Die Stärke der Zielerfassungshilfe habe ich auf 100%, das heißt einfach Aim Assist 100%. Falls ihr aber trainieren wollt, mit dem ohne Aim Assist gut umzugehen, um euer Aim zu verbessern, könnt ihr die Zielerfassungshilfe auf 0% setzen oder halt einen niedrigeren Wert als 100% nehmen. Controller-Todzone ist auch ganz spannend. Auf jeden Fall habe ich die Todzone 8% für den linken Stick und 12% für den rechten Stick. Habt ihr starken Controller-Drift bei eurem Controller, solltet ihr die Todzone höher machen. Habt ihr so gut wie keinen Controller-Drift, solltet ihr die Todzone so weit wie möglich nach unten machen. Denn das Problem mit dem Drift ist, falls ihr die Todzone viel zu niedrig habt, bewegt sich der Charakter in Fortnite, also euer Skin, manchmal von alleine, ohne dass ihr irgendwas aktiviert habt. Fußcontroller zulassen habe ich aus und von Fußcontroller-Todzone dementsprechend 1% und die maximale Eingabestärke für Fußcontroller 50%. Bei Fahrzeugen habe ich mit Stick beschleunigen an. Ihr könnt es auch ausmachen, dann müsst ihr halt den rechten Trigger benutzen zum Beschleunigen. Gehen wir jetzt zu den Keybinds von Controllern. Ihr solltet auf jeden Fall ganz wichtig Builder Pro als Custom haben. Den Custom, also benutzerdefiniert, bringt euch einige Vorteile. Zum einen solltet ihr nicht wie bei Baumeister Pro Baumgebäudeteil bearbeiten halten haben, da das euch sehr viel Zeit kostet. Ihr solltet lieber Custom haben und bearbeiten mit Linkstick runterdrücken. Wenn ihr einen SCUF Controller habt, dann solltet ihr das natürlich mit dem Paddle machen, aber habt ihr einen normalen PS4 Xbox Switch Controller, solltet ihr auf jeden Fall mit dem linken Stick runterdrücken, auf jeden Fall damit das bearbeiten haben. Genauso wie bei Xbox, da ist auch linken Stick runterdrücken. Also ich meine mit runterziehen halt nicht, dass ihr den Stick halt runterzieht, sondern einfach reindrückt. Es gibt ja die Möglichkeit, mit den Controllern einmal den Stick reinzudrücken. So, das war's dann auf jeden Fall mit dem Video. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da und tragt sehr gerne, wie gesagt, Creator Code Vorfahrt im Fortnite Item Shop ein. Würde mich sehr supporten. Hier Vorfahrt einfach eintragen. Und dann würde ich sagen, war's das. Und ciao, bis zum nächsten Mal.